Wenn du einen Chakrenausgleich für dich selbst ausprobierst, das ist wie eine Oase für dich. Du kommst so in Berührung mit deiner Seele, du tust etwas für dich. Du tust etwas Wunderschönes für dich. Du hilfst dir, energetisch stabil zu bleiben. Wir brauchen nicht nur Essen und Trinken und viel Schlaf, sondern wir sollten gut zu uns sein. Wir sollten liebevoll zu uns sein den ganzen Tag. Wir sollten schön über uns denken. Wir sollten uns über die Dinge freuen, die positiv bei uns im Leben sind. Dazu fehlt uns Menschen oft die Kraft. Die meisten Menschen orientieren sich nach den Dingen, die fehlen, die nicht da sind. All die Dinge, vor denen sie Angst haben, darauf richten die Menschen sich aus, anstatt auf das zu schauen, was positiv ist, was liebevoll ist, was schön an einem selber ist. Wir sollten etwas für uns tun und unsere Chakrenarbeit ist die Basis. Sie entspringt aus der indischen Energiemedizin. Dort geht das in Fleisch und Blut über. Dort wissen die Menschen, wie wichtig Energiearbeit ist. Wenn wir die Energie sehen könnten, würden wir viel mehr für uns tun. Diese Arbeit ist Seelenarbeit. Ich nehme deine Seele auf, ich nehme deine Lebensenergien auf. Ich harmonisiere alles so, dass es dir entspricht. Dass du wieder dieses göttliche Wesen sein darfst, welches du wirklich bist, frei von Ängsten, frei von Lieblosigkeit, frei von Kampf. Wir leben in einer ganz furchtbaren Zeit. Es ist schnell, es ist hektisch, die Menschen. Es ist eine Konsumgesellschaft, die Werthaltigkeit verliert sich und unsere Seelen leiden extrem unter dieser neuen Form, dieser modernen Form des Lebenswandels. Und es ist ganz besonders wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit, wo Erfolg, Schnelligkeit zählt, dass wir langsam machen. Dass wir bewusst sind. Bewusstsein bedeutet einfach, konzentriere dich auf das, was du tust. Wenn du Kartoffeln schälst, schälst du Kartoffeln. Wenn du dir Zähne putzt, dann putzt du dir die Zähne. Und du kannst es gerne mal ausprobieren. Putz mal morgens die Zähne schnell, schnell und denk über etwas nach, was du nachher tust. Oder putz sie mal in Liebe, es sind deine Beißerchen. Ja? Also alles das, was du tust, solltest du mit Bewusstsein und mit Liebe machen. Dann hast du mehr Zeit, die Zeit bekommt mehr Lebendigkeit und du hast mehr Kraft in dieser schnellen, lebendigen, modernen Welt, deine klaren Entscheidungen zu treffen, durchzuhalten, gut zu sein und trotzdem innerlich ausgeglichen zu bleiben. Ich empfehle niemandem, das auszuprobieren, wenn er überhaupt gar nicht möchte, aber ich glaube, jeder kennt das. Man geht in die Sauna. Man nimmt sich mal ein gutes Buch, man geht in die Badewanne. Wir versuchen sehr viel für uns zu tun, um zur Ruhe zu kommen. Und die Chakrenarbeit, die würde uns einfach so wundervoll helfen, zur Ruhe zu kommen, in unsere Kraft zu kommen und in unsere Selbstliebe zu kommen. Damit haben wir unser volles Potenzial. Unsere Chakren sind sozusagen wie trichterförmig angelegt. Sie ragen in unseren Körper hinein oder aber auch heraus, somit in unseren Energiekörper hinein. Und jedes Chakra ist einer bestimmten Farbe zugeordnet, wie zum Beispiel unser Wurzelchakra dunkelrot, unser Sexualchakra in orange, unser Solarplexus in gelb, unser Herzchakra in grün, unser Kehlkopfchakra hellblau, unser Stirnchakra in dunkelblau, indigoblau und unser Kronenchakra in violett. Also unseren Chakren können wir sehr viel Gutes tun und das sollten wir auch tun. Unsere Chakrenarbeit ist eine ganz wichtige Basis für unser Wohlbefinden, damit wir in Ausgeglichenheit, in Liebe zu uns selbst sein können, damit wir die Kraft haben, die Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind. Selbstliebe, das richtige Maß, Selbstliebe kannst du gar nicht genug haben. Selbstliebe ist das Schönste, was du hast. Am besten, du erhöhst sie jeden Tag für dich unendlich. Denn wenn du in deiner Selbstliebe bist, dann hörst du deine eigene innere Wahrheit. Keine Angst, das ist nicht mit Überheblichkeit zu verwechseln. Die echte Selbstliebe, die ich dir über deinen Chakrenausgleich hervorbringe, die ist unermesslich schön. Damit sagst du Ja zu dir, Ja zu deinem Leben, Ja zum Göttlichen, Ja zu den Engeln. Selbstliebe ist wunderschön. Niemals zu wenig davon, bitte. Meine Berufung ist, den Menschen zu helfen. Ich möchte sie in die Selbstliebe führen, in die Kraft, in die Power, in die Harmonie, in die Zentriertheit. Ich möchte ihnen helfen, dass sie eine glückliche Liebe leben dürfen, dass sie Erfolg haben dürfen im Beruf, in einem Beruf, der ihnen wirklich Spaß und Freude macht. Ich möchte den Menschen helfen, ihren ureigenen Weg zu finden, zu entdecken, zu gehen und kraftvoll zu verfolgen. Glücklich zu sein.